Name ist Regula Brunner. Ich arbeite als Hörsystemakustikerin in einem Fachgeschäft für Hörsysteme. Erst du mich einfach mal das Licht anstellen, Computer einstellen und alles parat machen. Dann schaue ich mal in den Kalender, was heute so läuft. Und die Kundenakten parat machen und Hörgeräte, wenn neu abgegeben werden. Und dann warte ich eigentlich, bis der erste Kunde kommt. Grüezi, Frau Linde. Mit der Frau Linder habe ich heute Morgen einen Hörtest gemacht, um herauszufinden, wie sie hört. Dann habe ich sie auch ein paar Sachen gefragt, um herauszufinden, wie ihr Umfeld so ist, um dann anschliessend zu entscheiden mit ihr, was für ein Hörgerät am besten zu ihr passen würde. Es macht mir eigentlich alles sehr viel Spass, was mit den Kunden zu tun hat, weil ich sehr gerne Menschen habe. Am allerliebsten stelle ich eigentlich schon die Hörgeräte einstellen. Wieder mit dem Kunden sehe ich dann, wie sich das verbessert und sehe dann auch, dass er Freude hat, wieder besser zu hören. Dankeschön. Jetzt ist gut. Sehr schön. Bei einem normalen Telefon ist es einfach wichtig, dass man sich ein bisschen aufheben tut, weil die Hörgerätmikrofon ja oben sich befindet und nicht wie beim normalen an den Ohrmuscheln zu. Wollen Sie mal probieren, ob das geht? Dankeschön. Genau, einfach so. Das ist eine schöne Hilfe. Probieren Sie es doch so. Was es auch noch gibt, wir haben ein extra Telefon, das für Ihre Hörgeräte passt. Das zeige ich Ihnen gerade mal. Ja. Das ist prima. Jetzt hören Sie es auf beiden Ohren, oder? Ja. Das andere, was ich Ihnen auch noch gezeigt habe, ist das Zubehör, das es extra gibt für Ihre Hörgeräte, das dann das Telefon direkt auf beide Ohren übertragen tut. Jemand, der diesen Beruf ausüben will, ist sicher wichtig, dass er gerne mit Menschen umgeht und vor allem gerne ältere Leute hat. Denn er sollte keine Berührungsängste haben, wenn man doch näher an den Kunden geht. Er sollte auch geduldig sein. Sicher auch gut, wenn man ein bisschen kreativ ist, wie wenn die Leute kommen mit gewissen Sachen, die nicht gut stimmen, dass man dann da eine Lösung parat hat für ihn. Das ist das optimale Gehör im Alter. Die unterste Linie. Man sollte natürlich auch Freude haben, um die Leute beraten und auch Sachen verkaufen. Ja, man muss sicher auch ein Interesse für Technik mitbringen, weil die Hörgeräte verändern sich immer wieder. Die Technik macht immer wieder Fortschritt. Da muss man sich dann auch immer weiterbilden. Hörverlust sind Sie da unten auch noch im Prozent. Allgemein der Umgang mit Menschen finde ich natürlich schon eine Sonnenseite, dass man den Menschen helfen kann, dass man auch sieht, dass sie dann wieder besser hören. Also zu mehr Lebensqualität können wir verhelfen. Schattenseite so gibt es nicht direkt, was halt einfach ist. Man muss zum Teil sehr geduldig sein mit den Leuten. Das kann einem schon ein bisschen fordern. Danke vielmals. Maßgefertigte Gehörschütze, genau. Oder? Da würden wir dann einfach einen Abdruck machen von Ihrem Ohr. Dann haben wir da innen einen besonderen Filter. Der geht dann auf den Seidengehörschutz und dann haben Sie eben die beste Abdichtung und so auch den besten Schutz, oder? Hätten Sie eventuell gerade Zeit für den Abdruck? Auf jeden Fall, ja. Ja, gehen wir doch gerade mal schauen. So, dann würde ich Ihnen zuerst einmal geschwind die Ohren hineinschauen. Beim Tinnitus ist es so, der hat ja verschiedene Stärken, je nachdem belastet es einen mehr oder weniger. Was wir empfehlen tun, ist sicher mal viel Musik hören. Was auch hilft, sind Hörgeräte, gerade mit Leuten, die einen Hörverlust haben. Weil durch das, dass sie dann wieder mehr hören über das Hörgerät, wird eben der Tinnitus ein bisschen übertönt. Er ist Landmaschinenmechaniker und er hat dort einfach Probleme, weil es ziemlich laut ist. Beim Arbeiten und er hat gerne einen Gehörschutz, der ihm passt. Dass ich einen Abdruck genommen von seinem Ohr. Jetzt wird daraus ein Gehörschutz hergestellt. Administrativ haben wir vor allem, dass wir nach jedem Kundentermin hineinschreiben, was haben wir mit dem Kunden gemacht, dass falls mal jemand einen vertreten tut, dass er genau weiss, was ist das letzte Mal gelaufen. Was wir natürlich auch machen, sind Anmeldungen für die AHV, die IV etwas, also so versicherungstechnische Sachen, die wir für die Kunden übernehmen. Amplifon Hörberatung, Regula Brunner, grüezi. Telefon tun wir auch entgegennehmen, wenn jemand anruft, um einen Termin abzumachen oder wenn jemand sonst eine Frage hat, tun wir gerne am Telefon Auskunft geben. Gut. Machen wir das morgen um 2. Danke fürs Telefon. Auf Wiederhören, Frau Müller. Mach ich doch.
Danke dir. Kommt noch einer heute? Es sind alle Leute. Gut, super. Ich gehe mal. Teamarbeit ist in unserem Beruf sehr wichtig. Vor allem Akustiker und Kundenberater, weil Kundenberaterinnen nehmen uns schon sehr viel Arbeit ab. Und was auch wichtig ist, ist der Austausch zwischen den Akustikern. Wieso kann man sehr viele Erfahrungen austauschen und lernt dann auch so mehr dazu. Sie mir gerne gerade Ihre Hörgeräte geben und ich die mir anschauen. Ihm habe ich einfach zuerst einmal die Hörgeräte gereinigt, abgelassen, um zu schauen, ob es auch gut tönt. Also mit dem Ohrstück schleifen, weil nachdem das Ohrstück dann frisch angefertigt worden ist, kann es sein, dass es etwa einmal eine Druckstelle gibt. Dann hat man ja auch Bohrungen in diesen Ohrstücken, wo man dann je nachdem, wie sich der Hörverlust verändert, auch ein bisschen verändern muss, also grösser oder kleiner machen. 1, 2, 1, 2. Schlüssel. Wenn man mit der Fräsmaschine arbeitet, ist es wichtig, dass man Schutzbrillen anlegt und auch einen Mundschutz. Was man auch beachten sollte, wenn man Messungen macht über das Freifeld, dass es nicht lauter als 90 Dezibel werden, dass man dem eigenen Gehör nicht schadet. Und auch aufpassen, wenn man Hörgeräte mit viel Stärke ablässt, dass man da auch das Gehör nicht schädigen tut. Und dann hat er mir erzählt, dass er mit der Einstellung noch nicht ganz zufrieden ist. Ich habe ihm Schläuche in die Ohren hineingesetzt. Das sind einfach so Sondenschläuche, die die eigene Ohrverstärkung ausmessen tun. Und mit diesem Wert konnte ich dann die Hörgeräte genau auf ihn einstellen, wie dann eben die Verstärkung vom eigenen Ohr mitberechnet wird. Sie dürfen gerne einfach zulassen und auf den blauen Lautsprecher schauen. Hallo, ich habe das dir gestellt. Es ist einfach das Messsignal, das sollte einfach möglichst ähnlich sein wie normale Sprache. Und darum wird das so imitiert durch die verschiedenen Sprecher, die ein bisschen durcheinander sind. Und es gibt einfach ein genaueres Messergebnis. Wenn ich jetzt so schwätzen tue mit Ihnen, was haben Sie das Gefühl, wie tönt das? Ich würde sagen, ja, ich verstehe es. Es ist gut. Ja. Jetzt ist gut, das ist doch schön. Dann hatte er auch noch ein bisschen Mühe mit dem Fernsehschauen. Dort habe ich ihm auch noch ein Zubehör gezeigt, das den Fernseher direkt auf die Hörgeräte überträgt. Jetzt sollten Sie den Fernseher auf beiden Hörgeräten hören. Ja. Jetzt hören Sie es gut? Ja, viel besser. Ist gut? Wunderbar. Ja, ich gebe es Ihnen doch gerne mal mit zum Ausprobieren. Was wir auch können auf der App sind die verschiedenen Programme, die wir jetzt programmiert haben. Also wenn Sie ins Restaurant gehen, können Sie da einfach ganz leicht umstellen. Ein Moment hat es gegeben, das war ein sehr schönes Erlebnis für mich. Da habe ich mit einer Kundin, die ein neues Hörgerät bekommen hat, haben wir es angepasst miteinander. Dann habe ich ihr ein bisschen Musik vorgespielt. Und dann hat sie Tränen in den Augen gehabt, vor Freude, dass sie die Musik wieder einmal so gut hört. In Zukunft würde ich sicher gerne mal zuerst ein bisschen Erfahrungen im Beruf sammeln. Und was ich auch noch gerne machen würde, ist die Weiterbildung als Pädagogikerin. Das heisst, man darf dann auch mit Kindern arbeiten.